Hallo Gesellschaft, ich bin der Sonntagssoziologe und ich führe euch hier mal durch ein paar Erklärvideos. Das ist deshalb wichtig, damit ihr nicht mehr hilflos ruft, ich bin ein Soziologe, holt mich hier raus. Da kommt man nämlich nicht raus aus der Gesellschaft, ich habe es probiert, geht nicht. Darum arrangieren wir uns damit, gucken sie an und stellen Fragen. Und eine der wichtigsten und ältesten Fragen lautet, was hält die Gesellschaft zusammen? Darüber haben sich schon vor langer Zeit viele, viele Gelehrte die Köpfe zerbrochen und hier habe ich mal ein paar Köpfe mitgebracht. Die gucken wir uns mal an. Ja, da haben wir hier, das ist der Aristoteles. Für den waren Staat und Gesellschaft dasselbe. Im Staat waren die Menschen und alles außerhalb des Staates war entweder Tier oder ein Gott. Und deshalb war Aristoteles auch noch kein richtiger Soziologe. Denn richtige Soziologen trennen Staat und Gesellschaft. Tja, tut mir leid, da sind mir die Hände gebunden. Aristoteles, das kann ich nicht durchgehen lassen. So, da gucken wir mal, wen es da noch gibt. Der Typ hier, Thomas Hobbes, der war Horrorfilm-Fan und hat viel zu viele Werwolf-Filme geguckt und deshalb war der Meinung, Menschen leben sich selbst überlassen ohne Staat in einer Wolfsgesellschaft und fallen übereinander her und zerfleischen sich. Und deshalb würden sie lieber einem König folgen, als sich gegenseitig zu zerfleischen, wenn man sie fragen würde. Gefragt hat sie aber keiner, weil man brauchte sie nicht fragen. Das war nämlich eine Sache der Vernunft. Ja? Vernünftig ist, einen Staat zu gründen, damit diese Wolfsmenschen unter Kontrolle gehalten werden, zum eigenen Wohl. Also hier wird die Gesellschaft durch Vernunft zusammengehalten und der Typ ist deshalb so klasse, weil er schon mal Gesellschaft und Staat trennt. Wir haben die Wolfsgesellschaft und die gründet einen Staat, das ist getrennt. Ja? Zusammengehalten durch die Vernunft und die Vernunft war auch so eine Art Fetisch ganz lange unter den Staatsphilosophen bis in die Epoche der Aufklärung hinein. So lange waren die Menschen nämlich Vernunftswesen. Allerdings fingen die dann an, in der Französischen Revolution die Köpfe alle abzuschlagen und deshalb ließ man das dann mit der Vernunft sein. Jeder hat so seine Interessen und die will er durchboxen. Und da sagt man, na gut, dann wird die Gesellschaft durch Interessen zusammengehalten. Und da sagt ihr natürlich, aber da ist doch so eine Art Konfliktknäuel. Einerseits viele unterschiedliche Interessen, andererseits Kooperation. Wie geht das denn zusammen? No? Und die Antwort, die kriegt ihr von dem hier. Das ist Adam Smith. Der war ein Ökonom. Der war auch ein knausriger Schotte. Und deshalb kam der auf so eine Idee zu sagen, Menschen sind alles Egoisten. Der Mensch will immer nur zwei Sachen, Kohle und Anerkennung. Adam Smith hat also den typischen YouTuber in Reinform beschrieben. Ja? Als YouTuber will man ja auch nur Werbeeinnahmen und Klicks, also Geld und Anerkennung. So, die vielen Egoisten haben jetzt zwar ein Problem miteinander, aber wenn man die Gesellschaft so einrichtet, dass die Menschen Geld und Anerkennung bekommen, dann kooperieren sie. Die Gesellschaft wird also bei Adam Smith durch Egoisten zusammengehalten, durch Egoismus. Okay, das war jetzt ein Ökonom. Jetzt werdet ihr sagen, wird Zeit, dass mal ein Soziologe kommt. Das fragt er auch exakt an der richtigen Stelle, denn jetzt kommt der erste waschechte Soziologe. Kommt, August kommt, 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 kommt aus dem 19. Jahrhundert. Und wenn sich irgendwer Soziologe nennen darf, dann der. Denn wer hat's erfunden? Genau, der war das. Und für Comte war die Gesellschaft ein Ding zum Anfassen. Ja, so zum Draufklopfen, zum Knuddeln mit richtigen Naturgesetzen. Soziologie war für den eine Naturwissenschaft. Zusammengehalten wurde für ihn die Gesellschaft durch Institutionen wie Kirche, Schule, Kegelverein, ja. Und diese Idee, die Gesellschaft als Materie aufzufassen, zum Draufklopfen, nach der Idee waren die Soziologen total verrückt. Und einer dieser Verrückten war auch Emil Durkheim.
Nur, dass bei ihm Gesellschaft nicht durch Institutionen zusammengehalten wurden wie bei Comte, sondern durch Solidarität. Und dieser Dürkheim hat zudem einen richtigen Twist hingelegt. Denn der hatte gesagt, wir machen jetzt mal was anderes. Bisher haben wir so gesagt, Menschen machen die Gesellschaft und jetzt machen wir es mal andersrum. Die Gesellschaft macht die Menschen. Alles in der Gesellschaft hat eine Funktion, zum Beispiel Gefängnisse, die sollen die Moral sichtbar machen, wie in einem Schaufenster. Und wir Menschen sind alle nur so kleine Rädchen im großen Uhrwerk. Durkheim war einer von zwei soziologischen Giganten und der andere war der hier, Max Weber. Der hielt aber gar nichts von der Idee, Gesellschaft wie ein Ding anzufassen, aufzufassen. Quatsch, Menschen handeln doch nicht wie Billardkugeln, die von sozialen Funktionen angestoßen werden. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wo kommen wir denn da hin? Nee, Menschen handeln, weil sie finden, dass ihre Handlung sinnvoll sei. Und die Aufgabe des Soziologen ist es nun, in den Kopf der Menschen hineinzugucken und dort den Sinn zu erforschen. Der fand auch seine Fans. Zum Beispiel hier den, George Herbert Mead, der entwickelte die Idee weiter und sagte, Menschen handeln zusammen, weil die Dinge für alle dieselbe Bedeutung haben. In jeder Gesellschaft gibt es ganz bestimmte Bedeutung der Dinge, eine ganz bestimmte Sicht auf die Welt und diese Bedeutung werden schon den Babys eingetrichtert. Und weil die Welt von allen ähnlich gedeutet wird, kommen die auch alle miteinander klar. In unserer westlichen Gesellschaft haben die Dinge meist eine rationale, logische Bedeutung. In der nahöstlichen Gesellschaft haben sie eher eine religiöse Bedeutung. Und deshalb finden die beiden Gesellschaften so schwer zueinander. Die Gesellschaft wird also von den Bedeutungen der Dinge zusammengehalten. Ja, und als wenn das jetzt nicht schon genug Ideen sind, sah der hier, dieser historische Querulant, Karl Marx, wieder alles komplett anders. Was die Gesellschaft zusammenhält, das ist der Besitz der Dinge. Gesellschaft ist immer ein Spiegel der Besitzverhältnisse von Produktionsmitteln und wer die Produktionsmittel, zum Beispiel Maschinen, besitzt, der hat in der Gesellschaft das Sagen. Die Gesellschaft spaltet sich dann in zwei Klassen, in die Besitzer und die Lohnarbeiter, die nichts besitzen und deshalb ihre Arbeitskraft verkaufen müssen. Tja, und da mir beim Thema Kapitalismus auffällt, dass ich mit diesen Videos überhaupt nicht reich werde, mache ich für heute Schluss. Wenn es euch gefallen hat, hier findet ihr die Webseite, wo ich in Zukunft alle Videos zusammensammeln werde. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder da seid. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr hier dem Abonnier-Button mal einen Knuddel gebt und die Videos dann ein bisschen weiterempfehlt. In die Kommentare könnt ihr ja mal schreiben, welchen dieser Spezies ihr am ehesten glaubt. Bis zum nächsten Mal. Euer Sonntagssoziologe. Tschüssi.